vorgestellt, Airport CEO, die Nummer 8, und wir sind hier wieder in unserem kleinen Terminal und müssen mal gucken, dass wir hier irgendwo das hinkriegen, dass hier die Leute noch ein bisschen einkaufen können. So, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber irgendwie war da ja was, was nicht funktionierte, ne, oder? Aber das ist jetzt, guck mal, da stehen zwei da. Ja, das ist nach dem Neuladen wohl wieder am Funktionieren. Jetzt passt es wohl. Status ist offen, Vertrag aktiv. Wo findet er seinen Weg nicht hin? Noch da. Warum findet er seinen Weg nicht hin? Kommt vom Einkaufen nicht dahin, oder was? Oder vom... Wo ist denn der jetzt? Status in Bearbeitung. Ach, er steht jetzt hier auf dem Parkplatz und kann da nicht hin. Ja, wieso kann er da nicht hin? Ist doch alles offen hier, oder? Oder ein Zebrastreifen, oder was? Könnte vielleicht sein. Den kann man auch irgendwo machen, ne, oder? Einen kleinen Zebrastreifen. Rotate. So, oder? Und weil es so schön ist, machen wir es da auch nochmal einen hin. Weiß jetzt nicht, ob das so toll ist. Und da drehe ich den auch mal um und mache dann so. Vielleicht ist es dann richtig. So, wo ich hier die 1 sehe, wir müssen wahrscheinlich... Oh, das ist aber schnell zu machen noch. Kriegen wir da noch einen hin? Ja. Haben wir nochmal Glück gehabt, ne? Dass wir das gerade noch gesehen haben, ne? Oder? Nächsten Tag, Sonntag. Da fehlen auch welche. Bestätigen. Bestätigen. Dienstag, da ist auch noch was. Mhm. Bestätigen. Bestätigen. Zurück, nächste Fluggesellschaft. Oh, da sind ganz viele. Bestätigen. Bestätigen. Da wird schon was gebaut, der Zebrastreifen wahrscheinlich, ne? Bestätigen. Mittwoch, da ist alles frei. Ein bisschen zeitversetzt machen wir das jetzt diesmal, ne? Ja, der passt dann dahin. Doch, dahin passt auch noch hin. Ich dachte, der wäre nicht gegangen, aber geht. Gut, dann machen wir den so nah wie möglich. Dann ist er auch versetzt. Und die dritte Fluggesellschaft hat auch noch ganz viele Flüge. Geht. 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 Passt. Noch einen. Bestätigt. Geht. Ah, sowieso nur diese Stelle wohl, wo es machbar ist. Und der kann ja da so fliegen. Die beiden machen wir auf ihn hier von hinten. Dann geht das wahrscheinlich auch gut. Passt. Alle weg, oder? Alle weg. Dann sind wir da auch wieder durch. Wieder zurück. Zebrastreifen sind gebaut worden. Das ist sehr schön. Ich hoffe, der war jetzt auch über den Zebrastreifen hingegangen. Aber wir haben keinen Fußweg dahin wahrscheinlich. Ja, ist wohl der einzige, der so geht, ne? Machen wir mal so. Und so. Dann passt das. Machen wir so und so. Und da geht sowieso nicht. Dann ist das schon gut. Aber wir hätten den Zebrastreifen natürlich auch dann nach unten hin machen können. Naja, ist egal. Nicht so schlimm. Verkäufe 6 von 1200, 2 von 5000 noch was. 48. Okay, da geht es ein bisschen voran. Was macht er da?
Passagierbedürfnisse, okay. Was haben die hier für ein Problem? Blaseenergie. Dann geh doch da auf Toilette. Oh, da muss was repariert werden. Status geschlossen. Mit einer Toilette und ein Waschbecken. Okay. Hausmeister brauchen wir dafür, ne? Facility Management. Sicherheit, Schalter, Personal. Also, nee, da sind wir hier vollkommen falsch. Wir müssen ja wieder hier hin. Personal dahin und Bewerber und Hausmeister. $6, $6, $7, $8, $6. Für 5 gibt's keinen. Was ist das oberste logisches Denkvermögen? Ah, hier sind doch schon mal die, die das, was ist das unterste denn hier? Da ist so ein langer Balken. Stressmanagement. Service und Fähigkeit mit anderen Leuten zu interagieren. Und das dritte ist technisches Verständnis hat keiner von den Hausmeistern. Das ist ja schon mal das Beste, oder? Okay. Logisches Denkvermögen ist dann hier noch am ehesten gegeben. Hier sind zwei grüne Balken und der dritte ist Servicefähigkeit noch ganz gut. Ich glaube, wir nehmen die $7-Geschichte hier, ne? Und dann wollen wir mal gucken, dass das repariert wird. Geht das dann irgendwie so? Status geschlossen. Kann ich das irgendwie reparieren? Ah, da, Wartung anfordern. Okay. Wird gewartet. Die andere Toilette, ah, da auch. Das Waschbecken hat einen Defekt. Müssen wir also auch aufpassen, oder was? Wird ja immer besser, ne? Okay, wie viel Geld haben wir? 127.000. Wir machen Plus hier unten, obwohl keine Flieger jetzt hier starten und landen. Das fühlt sich ja dann gut an. Wir sollten die... Ach nee, das ist ja kein... Dieses ist ja das Servicefahrzeug, die da langfahren. Das ist ja kein Rollfeld. Das ist ja hier. Wir hätten vielleicht diesen Flieger da nicht stehen haben sollen, sondern das Rollfeld verlängern und hier noch ein paar Parkpositionen haben können, oder? Jetzt, oh, da kommt der erste Flieger wieder. Ah nee, das ist... Bleibt dann so. Gut. Hausmeister kommt dann bestimmt gleich irgendwann und repariert das. Er geht durch die Kontrolle. Die sind schick am Arbeiten hier alle. Wo landet der? Oder da, okay. Gucken wir mal, was so passiert. Da laufen schon zwei los, oder was? Nee. Ah, da oben stehen die schon parat, oder was? Da kommt jetzt Geld rein. Wo geht denn hin? Sonja Korhonen. Okay, da kommt der nächste Flieger. Da steht da einer. Da steht auch einer, okay. Da steht aber keiner. Dann kommt da bestimmt auch gleich der Flieger, ne? Zwei sind da nur ausgestiegen, okay. Ja. Der läuft dahin und macht nichts. Okay, da ist jetzt der nächste Flieger, da kommt er schon. Der parkt dann da wahrscheinlich, weil hier niemand steht. Müssen wir dann einen mehr einstellen, der da steht, oder wie sehe ich das? Findet keinen Personalraum. Durch Wände und Zonen erreichbar ist. Ich glaube, wir müssen Personalraum noch irgendwo anders machen. Da oben ist nicht so die ideale Position. Vielleicht hätten wir das hier so zwischen machen müssen, ne? Vielleicht sollten wir hinten eine Tür reinmachen, aber dann ist der Sicherheitsbereich ist ja auch das. Nee, das bringt dann also auch nichts. Okay.
Die stehen hier und warten, dass sie losfliegen können. Geld fließt jetzt stündlich hier erstmal rein. Wir sind bei 130. Wir machen mal hier den schnelleren Dingens. Zwei Gäste da, 48 Gäste da und 21 da. Okay, in dem großen Shop geht nichts. Wie, ich habe einen zu wenig oder was? 1, 2, 3, 4, 5. Nee, wir haben noch genug Check-in-Schalter. Aber wenn die Dame jetzt mal hier, ne? Ja, passt doch. Verstehe ich nicht, naja. Keine Ahnung, was das für eine Meldung war. Der parkt jetzt hier aber, oder fliegt er los und ist nur durchgeflogen? Kann nicht fliegen, weil die Parkposition besetzt ist, okay. Überschneidet sich da irgendwie so viel, dass das nicht klappt? Eigentlich sollte dem nicht so sein, oder? Jetzt sind wir hier gerade wieder in den roten. Haben wir schon 150. Ist schon gelöst, okay. Wie sieht es hier unten so aus? Die warten auf ein Taxi. Ach, der Fußweg wird gerade gebaut. Er ist okay. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Soweit sieht es doch gut aus, ne? Obwohl der Fußweg hier komisch war. Achso, der gehört ja auch zu dieser Fläche, deswegen sieht der anders aus. Alles klar. Was sind wir das hier? Check-in-Schalter. Hatten wir ein Check-in-Schalter-Problem? Das hier ist ein Boarding-Schalter, ne? Und Check-in-Schalter hatten wir. Nein, nein, lass die fliegen. Wer zu spät kommt, bestraft das Leben, ne? Check-in-Schalter. Haben wir keinen, oder wie sehe ich das? Dreh mal rum. Machen wir doch mal so, oder? Oder da? 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 Da. Machen wir so. Passt schon. So, die Flieger sind alle da. Wir haben aber nur 120, sind also weniger Taler geworden. Ah, das ist der Check-in-Schalter. Den bauen wir gerade. Dann wird das wieder gut sein. Alles klar. Da geht wieder was. Und da haben wir auch genug für den Flieger da. Bestätigt. 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 Zweite Fluggesellschaft. Warum das nicht passt? Da, ah, okay. Kommen wir mal den Platz für die komplett frei. Hier haben wir auch noch ein paar. Nochmal und dann dahinter. Hat er nicht gemacht. Jetzt hat er es gemacht. Das passt. Und das ist der Spätflieger. Obwohl, wir können ja Nachtflugverbot auch einplanen, ne? Das wäre ja auch noch möglich, ne? Oh, da ist schon der nächste. Können wir für Freitag reinsetzen, ganz früh. Sonst ist erstmal nichts. Das passt. Flieger, 155.000, alles ist gut. Die Landebahn muss der CFO oder wie er auch immer hieß, mal machen. Wir haben jetzt auch den dritten Schalter da. Oder sogar zwei mehr sind's, ne? Ja, und dann haben wir auch noch Gepäckservice, ne? Wie sieht's jetzt hier aus? 33, 2, da geht keiner einkaufen. Der Laden ist einfach zu groß für hier.
Und dann müssen wir, wenn der Vertrag zu Ende ist, das auslaufen lassen, denke ich mal. Die sitzen da, aber keiner nutzt einen Laptop, oder? Naja, dann ist das halt so. Sofas. Alles soweit so gut. Ist das hier offen? Dazu? Keine Ahnung. Die Flieger sind alle da. Jetzt müssen wir überlegen, was wir weitermachen, ne? Ja, da war gerade Geld wieder geflossen für den Start. 400 oder so was stand da gerade. Jetzt haben wir auch gerade Plus. Jetzt geht es ja auch rapide hier hoch. 170. Aber 750.000 ist noch eine ganze Ecke weg, ne? Da müssen wir noch gucken, was wir da machen. Sollte man noch weitere Parkpositionen machen? Hier sind wir, denke ich mal, ach, wir können ja mal ein Restaurant machen, ne? Wer macht denn das? Da müssen wir hier unten wieder hin, ne? Wirtschaft. Banksystem verbinden, ne, das wollte ich nicht. Einkauf. Spamfilter, haben wir den nicht schon mal gekauft? Backup-Fertigung ist natürlich teuer. Laden-Upgrade, ach so, okay, das kostet auch ziemlich viel. Restaurant-Franchise. Oder, das sind, glaube 60.000. Man kann das leider nicht lesen, weil hier der Anzeigefehler ist. Also da läuft es ja nicht so dolle, ne? Ist die Frage, ob es hier besser läuft. Müsste eigentlich gucken, ob die Leute hier hungrig sind, ne? Hunger, nö. 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 Ne, mit dem Essen haben die es alle nicht so. Hier können noch ein paar Stühle stehen, ne? Kann das sein? Das. Das klein. Okay, das würde so funktionieren. Machen wir das doch da mal hin, oder? Da ist ja sowieso eine Warteschlange, dann können wir da auch ein paar Stühle hinmachen oder Tische. Da drehen wir mal um. Machen das da auch noch hin. Dann gibt es im Vorbereich auch noch Wartestühle. Jetzt haben wir ja nur hier drinnen, das ist ja auch nicht so doll, ne? Man sollte ja auch vielleicht den Leuten hier die Möglichkeit geben, dass die da hinkommen. 48 Käufe, 47, okay, der hat jetzt aufgeholt und der noch keinen dritten. Okay. Ach, guck mal da. Alles besetzt. Reicht noch nicht mal dann. Nee. Wollte die kleinen Bänke schon haben. Drehen wir um. So. So. Passt dann schon. Ja, sind alle Plätze besetzt dann, ne? Wieso wird denn hier nicht repariert? Oh, das ist voll doof, ne? Der Hausmeister macht nix. Wartung anfordern. Habe ich den jetzt eingestellt oder nicht? Ah, hier schon Anzeigefehler läuft, oder? Nochmal das Ganze. Flugzeugkabinenreinigung deaktivieren. Gepäckservice wurde nicht verbessert. Sicherheitskontrollen, Entgleisung, Flug. Ja, das ist alles hier nicht so, was ich jetzt brauche. Practice-Vermietung bereitstellen. Keine Ahnung. Haustechniker da unten, Mangel. Aber, ach nee, Hausmeister ist da drüber. Ein Haustechniker, da habe ich wahrscheinlich jetzt den Falschen eingesteckt. Oh, super, ein Hausmeister ist dann doch nicht verlangt, sondern ein Haustechniker. Hausmeister.
Sicherheitsbeamter. Seite 2. Haben wir Bewerber? Ne, haben wir nicht. Hausmeister. Haustechniker, da haben wir sie doch. Logisches Verständnis, was ist das Unterste, was er hier gar nicht kann? Stressmanagement, ja, der ist dann auch Servicefähigkeit, so ein muffliger Hausmeister ist. Haustechniker ist das dann hier. Stressmanagement, ich glaube, dann nehmen wir den. Obwohl der natürlich mit 11 am günstigsten ist und wir haben ja keinen Stress hier am Flughafen, oder? Warte mal, war noch eine Seite vorher auch noch unten einer? Nee. Nee, da ist keiner, dann nehmen wir diese Seite und überlegen uns, dass wir den Gestressten hier nehmen, oder? Der kostet auch nur 11. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob der uns dann weiterhilft bei den Reparaturen, die hier sind. Ah, hier ist schon fertig. Okay, da ist er auch dran. Alles klar, das hat er gut gemacht. Und ich brauche gar nicht alles anklicken, jetzt macht er das auch von alleine. Supi. Schon 3? Ne, noch 2. Aber da 61, das geht doch schon mal. Und da nur 48. Aber ich habe, was ich falsch gemacht habe, diese Schalter sind andersrum zu bauen. Ja, sah jetzt nicht so toll aus. Ich dachte, hier ständen die 2 zum Kassieren, aber es ist halt genau umgekehrt. Ne? Das heißt, hier ist es voll doof, ne? Aber naja, die haben ja auch was verkauft, funktioniert halt. Muss man beim nächsten Mal umbauen. Mal schauen, wie es geht. No, fliegt mal ab hier. Keinen Stau verursachen. Ja, wie viel Geld haben wir? 225.000. 4.000 die Stunde. Oh, es geht jetzt ja doch schon ein bisschen voran. Was ist das? Achso, das sind die Regale. So, wie viel sitzen denn hier im Vorbereich? Okay, da sind noch Plätze jetzt frei. Das hat dann soweit geklappt erstmal. Ja, sieht doch soweit erstmal gut aus, oder? Tankauto haben wir jetzt nur 1. Die haben ja keine Bedürfnisse, außer hier Service. Und das passiert. Ja. Das bedeutet, dass es soweit erstmal gut ist. So, jetzt ist die nächste Frage, was machen wir? Wir könnten jetzt hier für, keine Ahnung, 60 oder 80.000 waren's, noch Dingens machen, Restaurant und Café. Dafür müssten wir wieder bauen, geben wir wieder viel Geld aus. Ist die Frage, ob das so prickelnd ist. Parkplatz und so. Autohaltebucht haben wir. Haltebucht für Taxis. Also Serviceleistung im Endeffekt. Busseur ist ja nochmal schon hingestellt. U-Bahn-Eingang haben wir nicht. Der öffentliche Parkplatz, der bringt aber Geld. Glaube ich. Weil da ist immer so eine grüne Zahl auch, glaube ich, ne? Hier in der Mitte. Kommt das ab und zu, oder? Meine ich jedenfalls, das gesehen zu haben. Hier ist so ein Parkscheinautomat. Ah, da war es gerade, habt ihr gesehen? Ich weiß nicht wie viel, aber es macht was. 48, 65, 2. Läuft. Oder auch nicht. Ah, die steigen nochmal in den Flieger ein und fliegen gleich los. Ja. Da gab es auch nochmal Geld. 250.000. Jetzt brauchen wir nur eine 500.000, haben wir es geschafft, ne? Ja. Also, wir können hier unten wieder machen. Das wollten wir vielleicht auch tun. Wo sind wir denn schon hier? Okay. Anschlussflug. Passt. Nächste, hier ist noch einer. Den machen wir dann dahin. Dann haben wir den dritten hier. Und da sind ein paar mehr. Da ist er grün. Da ist er auch grün. Da ist er auch grün. Ah, da ist auch noch einer. Dann nehmen wir den auch noch mal gerade. Und der erste hat auch schon wieder einen.
Passt. Okay. Was konnte man denn hier so mit Rechtsklick und Ausbauen machen? Nee, hier so Parkposition reparieren. Nee, das wollte ich nicht. Parkposition verbessern. Was kann man denn hier verbessern? Da unten zu Beton verbessern. Ach so, okay. Zu Asphalt umwandeln, zu Beton. Okay. Was bringt uns das? Das ist die Frage, ne? Kann man hier auch machen, ne? Start-Landebahn verbunden. Okay, 50.000, 100.000, das ist dann teuer. Wollen wir jetzt gerade nicht ausgeben, wo wir gerade mal drauf sparen. Was macht hier unser Posteingang? Können wir uns wieder Geld leihen, ne? Wollen wir aber gar nicht. Tutorial. Neu, neu, neu. Okay, da gibt es mehrere Sachen. Das müssen wir nochmal gucken. Betrieb läuft hier. Luftwagen, nicht der Flughafen geöffnet. Sicherheitskontrollen ist auch klar. Ja, ich weiß nicht, was wir da noch machen. Ob das mit dem Gepäck wäre bestimmt interessant, aber ich habe Angst, dass wir pleite gehen. Ich glaube, wir sollten erstmal das machen, was die da von uns wollen. Und das ist jetzt das viele Geld erstmal zusammenkriegen. Wieso haben wir keinen Check-In-Schalter? Wir haben noch 6 Stück, oder? Oder sind das nur... Ach, das ist nur jeweils... 1, 2, 3, 4... Wir brauchen 5 Stück. Und wir haben nur 3. Ich glaube, das ist ein kleines Problem, was wir da haben, oder? Mit den Check-In-Schaltern. Ich glaube, wir sollten hier nochmal was machen. Nochmal das Gebäude größer, oder? So groß? Ja, brauchen wir schon. Ich hoffe, es ist nicht ganz so teuer, ne? Dann reißen wir nachher die Wand raus. Toiletten machen wir hier hin, oder? Machen wir mal schon hier einen Toilettenbereich hin. Ist das so gut? Nee, machen wir nicht. Dann machen wir Personalraum hin. Der ist dann von beiden Seiten zu machen. Das ist nämlich viel sinniger, oder? Personalbereich. Machen wir so. Genau. Was hier? Personalraum. Machen wir auch. Und dann machen wir da aber schnell die Mauer noch weg. Die brauchen wir nämlich nicht. So. Und dann das auch weg. Das auch weg. Das machen wir genauso weg, wie das auch weg. Das weg. Die Türen lassen wir mal. Und dann machen wir... Wo war das jetzt mit der Mauer? Hier, ne? Ja. Machen wir diese Mauer, ziehen wir mal durch. Warte, wir brauchen noch eine Tür erst. Tür, bitte. Tür. Tür. Tür müssen wir da drehen. Ja, hat gut geklappt. Kannst du gleich wieder wegmachen. Nein, ich wollte keine Toilette bauen. Ich wollte die Tür wegreißen, weil wir die falsch gesetzt haben. Machen wir erstmal hier und dazu. Und dann die Tür nochmal setzen. Aber jetzt diesmal andersrum. Genauso rum. Und dann eine Mauer. Und da auch noch eine Mauer. Und Fenster. Können die da auch mal haben, ne? Damit die da Licht drin haben. So, jetzt ist das schon mal erledigt. Personalraum, Status offen. Zugelassene Mitarbeitertypen. Alles ist gut. Wir brauchen aber ein paar Büroräume. Tische. Das waren Sicherheitskontrollen, das war falsch. Wo war das mit dem Personal da? So, das ist 1, 2, 1, 2.
drehen wir dann um. 1, 2, 3, 4. Machen wir. Fertig. So, dann haben die da Platz. Und dann können die auch von da und da rein. Ist vielleicht besser, weil hier müssen sie immer im Sicherheitsbereich sein und da nicht. Ist die Frage? Ja, passt. Passt. Vielleicht ist das jetzt der bessere Raum. Vielleicht können wir den bald auflösen. So. Dann machen wir noch mehr Wartebereiche hin. Das war der falsche, den wollte ich. Gut. Und den Check-in-Schalter wollen wir dann noch haben. Eins, zwei. Passt. Dann haben wir fünf. Wir haben fünf Parkpositionen, ne? Ja, passt. Dann haben wir auch genug. Dann soll es endlich reichen. Das ist jetzt die Frage, ob wir das hier noch umbauen, ne? Die Toiletten. Jetzt nicht die tollsten Geschichten, aber geht ja soweit, ne? So, hier könnte man noch was schöner machen. Was war das für ein Jingle? Ich habe keine Ahnung. Haben auf jeden Fall 300.000. Und hier ist ganz viel einzustellen. Freitag brauchen wir noch drei Dinge. Und Mittwoch. Donnerstag. Ach so, wir waren schon bei Freitag, alles klar. Den noch. Und den. Unsere bevorzugte Fluggesellschaft hier wahrscheinlich. Passt. Passt. Bestätigen. Zurück. Nächsten. Oh, da sind auch ganz viele. Kriegen wir alle gar nicht unter, oder wie? Wir sind wahrscheinlich noch einen Vertrag kündigen mit der Fluggesellschaft da, oder was? Kriegen die alle gar nicht unter. Die meckern nachher. Kann man die auch verschieben? Flug verlegen, da ist es doch. Bestätigen. So, dann geht's doch, oder? Okay, geht nicht. Flug verlegen. Flug verlegen. Reicht das so? Ich glaube, ich habe schon grün gesehen, passt. Also, verlegen geht auch, haben wir gerade festgestellt. Läuft, oder? Passt. Da sind auch noch genug Flüge. Ah, passt nicht. Machen wir den verlegen. Passt. 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 Mama. Passt. Und einen noch. Haben wir. Donnerstag. Freitag, Samstag, Sonntag. Also Montag ist schon wieder was frei. Dann können wir den Montag ja schon wieder füllen. Läuft, oder? Haben wir's. Ah, da sind auch schon wieder drei. Der Disponent, der macht da schon seine Arbeit, dass wir hier genug zu tun haben, ne? So, wir haben 317.000. Wir sind nicht ganz so gut, aber wir werden besser. So, das haben wir geschafft. Personalraum ist jetzt besser geworden. Jetzt ist die Frage, wen setzt du da rein? Da können wir jetzt
alle Typen, zugelassene Mitarbeitertypen, machen wir jetzt alle nicht da rein, ne? Jetzt machen wir da mal die Haustechnik nicht rein, die Haustechniker nicht rein. Ramp Agent soll da rein. Einkaufsleiter brauchen einen Strategievorstand, brauchen Personalvorstand. Nee, COO. Die kommen da alle nicht rein. Ups, den weg. Ramp Agent soll da rein. Sicherheitsbeamte, Fluggastbetreuer und Bauarbeiter. Bauarbeiter brauchen auch nicht rein. So, dann haben wir das. Und hier, warte mal, wer ist da jetzt außen vor? Fluggastbetreuer, Sicherheitsbeamte und Ramp Agent. Die nehmen wir hier raus. Die drei. Dann haben wir das ein bisschen besser aufgeteilt, oder? Wer ist er hier? Achso, das ist ein Sicherheitsbeamter. Okay, dann haben wir das. Hier ist schon mal richtig was los. 320.000 ist dieses Geld. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Schalter. Das ist richtig. Wir haben hier Bedingungen erfüllt bei 49. Hier sind wir bei 95. Hier sind wir immer noch bei 2. Irgendwas passt hier nicht, aber egal. Wir kriegen die Miete. Das ist das Wichtigste. Was ist, Sitzblinker sind hier alle frei. Okay. Ja, ich glaube, da kommen wir schon mal so weit hin, ne? Die war, ja, ist erstmal gut. Ja, die sind alle am Starten dann und dahin fliegen und so weiter und so fort. Das geht erstmal. Kriegen kein Theater hier. Ja, da stand da gerade 10.000. Ich glaube, das stand gerade einmal 10.000. Ne? Kann das sein oder war es 1.000? Ich weiß es nicht. Okay. Aber wir werden zuschauen, dass wir das jetzt hier mal beenden erst. Wir sind über eine halbe Stunde schon unterwegs. Ja, einmalige Gelegenheit. Das ist wieder dieses Ding. Das ist jetzt nicht so toll. Und ja, müssen wir mal gucken, dass wir das auch noch in den Griff kriegen sozusagen. Ja, Personal ist geklärt. Wirtschaft. Nee, Bank wollte ich nicht, hier wollte ich. Da müssen wir dann mal überlegen, ob wir da irgendwas in Angriff nehmen. Das ist viel Geld mit dem Gepäck. Vielleicht ein bisschen Restaurant. Weiß nicht. Der andere Sprit wird aber nicht verlangt. Nachtflüge wäre mit 50.000 natürlich nicht wenig. Der Tanklaster brauchen wir jetzt nicht. Funklaster Maverick. Ja, man muss ja mit dem Gepäck dann auch wieder irgendwelche Fahrzeuge haben, die das da durch die Gegend bringen, glaube ich, ne? Hier so ein Förderbandwagen, ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Das ist so ein bisschen schwierig da, ne? Du mach mal das. Und da finden schon wieder die Leute nicht den Weg, ey. Das ist, irgendwas passt doch da nicht, oder? Der. Ja, der ist aber schon weg, hat schon den Weg gefunden. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das hier auch zu eng oder sowas. Müsste man mal gucken. Das ist ein bisschen umzustrukturieren. Ich weiß es nicht. Schalter. Die sind, ja, die sind da, die Schalter. Jetzt die Frage, ob man hier, kriegt man da noch ein Geschäft hin? Was hier so wäre? Das wären 16x4, 8, nee, 16x4, 32, 64. Naja, wir brauchen ja Geschäfte auch nur mit 55, glaub, ne? Das ist 60, oder? 56, das waren 55. Das würde dann bedeuten, dass das hier gehen könnte. Ist das so? Weiß ich nicht. Ladentheke wäre jetzt interessant da hinzusetzen. Die Ladentheke kann auch so annähernd am Geschäft sein. Sehr interessant. Ich würde das mal drehen wollen. Ich würde das da hinstellen. So. Und dann noch drei Regale bauen. An die Wand montiert. Drehen. Machen wir mal vier so Regale dahin, oder? Dann lass die das mal bauen. Vielleicht können wir da noch einen Vertrag machen. Und dann müsste man mal gucken, dass man hier noch was kriegt, oder? Travel Shop. Wie groß brauchen die? 56 Quadratmeter. Verkaufsregale 4 von 8.
Größe 56 Quadratmeter. Ne, 165 brauchen wir da. Jetzt habe ich es gesehen, okay. Einen Stern gibt es nicht, das heißt, der Laden ist zu klein. Die Frage, ob das überhaupt irgendwas bringt hier dann. Aber wir haben es schon mal gebaut, ne? Das ist schon mal cool, oder? Vielleicht gibt es da demnächst mal einen Vertrag, der dann passt. Müssen wir abwarten. Okay, aber ich wollte ja schon lange aufhören. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare, wie immer, herzlich willkommen. Und ja, das nächste, was dann noch ist, ihr könnt ein Abo machen, falls ihr noch keins habt. Fast 400.000 Euro haben wir. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.